Grüß euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute eine weitere Sendung und eine Buchbesprechung. Wir haben den Autor Christian Köhler da und wir sprechen über dieses Buch Phönix-Hypothese. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal in der Werbung gesehen oder beim Osiris Verlag gesehen. Liebe Grüße gehen an Oliver Gerschitz raus. Für gewöhnlich würden wir das ja dort machen. Aber wir haben es heute mal so gebaut. Ist für dich natürlich auch für die Anreise einfach deutlich einfacher, denn du kommst ja aus der Schweiz. Was gibt es noch zu sagen? Ich möchte dieses Buch generell empfehlen. Sowieso Osiris Verlag, ja, einer meiner Lieblingsverlage. Ihr wisst warum. Die meisten Autoren kriegen es fertig, innerhalb von 200 bis 300 Seiten das Thema zusammenzufassen. Wir müssen also keine 800, 900 Seiten lesen, sondern wir kriegen das Thema anständig aufgearbeitet und recherchiert. Einer der Gründe, warum ich da gerne auch Bücher kaufe, generell. Link findet ihr unter diesem Video. Christian, herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass ich dich kennenlernen darf und toll, dass es geschafft hat heute. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Ich fange mal ganz gerne so an, dass du dir mal den Zuschauern so ein bisschen deinen Background erklärst. Wo du herkommst, habe ich schon gesagt, aus der Schweiz. Du hast es im Vorgespräch ein bisschen angedeutet, das Buch ist eigentlich für Materialisten geschrieben. Fand ich übrigens nicht, also habe ich jetzt nicht so empfunden. Aber gehen wir später noch drauf ein. Was ist denn dein Background? Bist du Journalist oder wie kommst du zu diesem Thema? Beschäftigst du dich mit Grenzwissenschaften? Was ist so der Background, dass wir so ein bisschen eine Idee bekommen, wo du herkommst? Ja, ich komme aus dem Bereich, den man so weitgehend als Truther bezeichnet. Also tatsächlich aufgewacht mit dem 11. September, vorher noch ja, systemgläubig. Und dann fingen natürlich die Fragen an und die verschiedenen Modelle, nicht nur was den 11. September anging, sondern dann nimmt man ein Thema nach dem anderen durch. Und da bin ich dann querfeldein eigentlich durch alle Themen durchgegangen bin, hatte dann so ein Interesse an dem Bereich, dass ich selber in die alternativen Medien gegangen bin, damals bei Secret TV und wurde da sogar Chefredakteur für 2 Jahre. In der Zeit hatte ich natürlich den vollen Input, ja, von allen Themen ein bisschen etwas und und das war sozusagen meine Initiierung. Und bin dann zwar später aus der alternativen Szene, habe ich da mehr und mehr zurückgezogen, als Medienschaffender oder als Filmemacher. Ich habe auch mit Dieter Bolz zum Beispiel mal einen Dokumentarfilm gemacht. Aber ich blieb immer ein Beobachter natürlich des allgemeinen Geschehens und wie das natürlich auch in den alternativen Medien wahrgenommen wird. Und 2020 war dann nochmal so ein Momentum, wo ich dann angefangen habe, nochmal all die Puzzlestücken, über die ich schon mal gestolpert bin in meiner alternativen Karriere, die nochmal zusammenzunehmen. Also ich habe Design studiert, Industriedesign. Ja, und da habe ich sozusagen meinen Medien-Background her, wie man Sachen ästhetisch zusammenschiebt in den verschiedensten Formaten. Aber ja, also das, was letztendlich das Buch auszeichnet, das war meine Beschäftigung mit den alternativen Narrativen. Und da bin ich auch im internationalen Bereich rumgekommen. Ja. Beschäftigt sich ja dieses Buch eigentlich mit einer sehr interessanten und auch irgendwo steilen These, die ich übrigens durchaus unterschreiben würde aus meiner Sicht. Geistert es schon länger bei dir rum, diese Idee zu diesem Buch oder zu dieser These? Oder ist es etwas, was irgendwie aufgeploppt ist, wo du eine Art geistigen Blitz bekommen hast, wo du sagst, ich muss da was machen in dem Bereich, ich muss da ein Buch schreiben oder was auch immer? Ja, also die zwei Hauptthemen, die letztendlich im Buch behandelt werden und zusammengeführt werden, ist letztendlich die große Frage, die auch von Anfang an schon in den alternativen Medien diskutiert wurde, ist das, was wir auf der Weltbühne sehen, ist das eigentlich so eine Art Kampf gewisser Ideologien oder Geheimgesellschaften? Gibt es da noch Polaritäten oder gibt es da eigentlich eine übergeordnete Agenda? Mhm. Ja, und das ist ja bis heute hart diskutiert. Ja. Viele sehen ja, sagen wir mal so, NGOs oder Thinktanks wie das Weltwirtschaftsforum an der Spitze einer gewissen westlichen ideologischen Gemeinschaft, die immer noch gegen die östliche kämpft, aber gleichzeitig sehen wir, dass es da auch Querverbindungen gibt. Und ich sehe das mehr mittlerweile als so eine Art mittleres Management und dass es da durchaus
übergeordnete Strukturen gibt. So, und das ist jetzt keine neue Erfindung, das haben wir schon mit David Icke oder das, das, für den ich mal 2 DVDs produziert habe. Also da war ich auch schon ganz früh in diese Modelle involviert. Und Jordan Maxwell kann man jetzt nennen, Joe Conrad, der letztendlich auch aus dem Secret-TV-Universum kommt. Also es gab da schon genug im internationalen, aber auch im deutschen Bereich, die da postuliert haben, dass es eine übergeordnete Struktur gibt und eine übergeordnete Agenda, eine neue Weltordnung und so weiter und so fort. Ist immer noch ein problematisches Thema. In der alternativen Szene gibt es da immer noch eine Zweiteilung oder viele, ein breites Spektrum. Und dann kommt ein zweites Thema, über das ich über all die Jahre eigentlich recht früh schon immer wieder drüber gestolpert bin. Und das ist das Thema der transformativen Zyklen dieser Realität oder der Erde, wenn man an dieses Modell glaubt. Ja, so. Ich sage jetzt mal dieser Realität, dass die durch Zyklen durchgeht, in denen immer wieder so eine Art Reset passiert. Das findet man in der Geologie, das findet man in alten Kulturen, das findet man aber auch in Prophezeiungen, ja, oder die Flutmythen dieser Welt. Oder wenn man sich mit alten Kulturen beschäftigt, alten Hochkulturen, die ein enormes Wissen schon hatten. Nicht nur, das Paradebeispiel ist mal die große Pyramide, aber es gibt ja hunderte, wahrscheinlich sogar tausende Beispiele rund um die Erde, wo Hochkulturen zumindest mal Bauwerke gebaut haben, die wir bis heute nicht reproduzieren können. Diese technische Stapeln und Aneinanderfügen von nicht symmetrischen Steinen. Und all diese Kulturen sind ja irgendwie verschwunden oder das Wissen, die Techniken, das sind ja nur noch Überbleibsel geblieben. Und dann fragt man sich auch, und dann kommen einige Autoren, die sich spezifisch auf dieses Thema fokussiert haben, natürlich auch immer auf die Idee, gab es da irgendwelche Resets? Und da gibt es Vorstellungen von kleineren Resets und größeren Resets, die teilweise über tausende von Jahren sich erstrecken. Und wenn man die beiden Dinge jetzt, diese beiden Grundsäulen zusammenführt, dann sagt man, okay, gibt es eine übergeordnete Agenda? Denn zeichnet sich für mich ganz deutlich ab, dass ein Aspekt der übergeordneten Agenda, neben den bekannten Aspekten, wie dass man da eine Weltregierung und so weiter installieren möchte, dann ist ein Aspekt der, dass offensichtlich das hintergründige System über diese Zyklen Bescheid weiß, diese Zyklen in naher Zukunft erwartet und sich darauf vorbereitet. So, das ist jetzt erstmal die Grundthese, die ich da gestrickt habe und die versuche ich natürlich erstmal sehr zu objektivieren an gewissen wissenschaftlichen Beispielen, an historischen Beispielen. Und natürlich nehme ich auch Whistleblower und natürlich auch nehme ich die Präkognition mit in mein ganzes Gesamtbild und versuche die Deckungsmenge zu betrachten. Ja, und dann kann man diese Deckungsmenge natürlich immer noch durch verschiedene Blickwinkel betrachten. Dann gibt es den materialistischen Blickwinkel, ja, den kartesianischen physikalischen Sicht auf die Dinge, ja, aus einem raumzeitlichen Struktur heraus. Man kann das Ganze aber natürlich auch aus einer ganzheitlichen oder multidimensionalen Ebene betrachten. In meinem Buch wollte ich die Leute jetzt nicht überfordern, habe immer nur diese ganzheitlichen oder multidimensionalen Aspekte angeschnitten und erst im letzten Kapitel habe ich da so ein bisschen blicken lassen, von welchen Blickwinkeln ich das auch noch betrachte. Aber grundsätzlich ging es erstmal darum, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Und ich glaube, bei der Masse der Alternativen ist momentan immer noch so diese Frage, was zum Teufel geht hier los? Was passiert hier? Wer ist auf unserer Seite? Wer ist gegen uns? Und was wollen die eigentlich alle? Ja, was ist dieses ganze Theater auf der Bühne? Und wo läuft das hin? Gibt es da in naher Zukunft irgendeinen Retter, der da aufscheint? Oder da wollte ich erstmal die Leute abholen und sagen, ja, schaut mal, da gibt es noch einen anderen Blickwinkel. Wie könnte man die gegenwärtige Situation betrachten, wenn man diese Zyklen und das Wissen um diese Zyklen mit in dieses große Bild hineinnimmt? Mhm. Ja. Schlussendlich alle großen Kulturen sprechen, ja, das kennen wir zum Beispiel von der Flut,
Ja? Mhm. Viele alte Kulturen sprechen von Kataklysmen. Unter anderem ist das vielleicht im kollektiven Gedächtnis noch bekannt, ja, Untergang Lemurien, Untergang Atlantis. Und das sind so Themen, die da irgendwie mit reinfassen. Und du hast es ja Gott sei Dank oder dankenswerterweise in den Titel mit reingeschrieben im Buch. Ja? Ist die aktuelle Weltlage eine gigantische Ablenkung? Und wenn ja, ist die Frage eben von was? Denn dann geht es gar nicht um Krieg, dann geht es vielleicht auch gar nicht um Great Reset, dann geht es nicht um neues Geldsystem, Versklavung, NWO, sondern erwartet eigentlich diesen Planeten irgendein Schicksal, sage ich jetzt mal, ganz anderem Ausmaßes. Und da gibt es durchaus gute Leute auch, die ja schon viele Jahre darüber sprechen, dass das, was hier auf uns zukommt, möglicherweise eine ganz andere Auswirkungen haben wird, als, ich sag jetzt mal, menschengemacht, ja, sei es jetzt nun eben die NWO oder was auch immer. Und dann wäre dann schon die Frage zu stellen, was könnte das denn am Ende wohl sein? Und was ich gut finde, du hast im Buch mehrere Alternativen mal gezeigt. Also jetzt nicht nur ein Kataklysmus, ich schmeiß mal einen Begriff in den Raum, Nibiru, ja, ein Planet, der sich unserer Erde nähert, aller 12.500 Jahre, ja, wo das Thema dann vielleicht Gravitation, wenn es das überhaupt gibt in der Form, wie das uns erzählt wird, aber auf jeden Fall, wo starke Erdbeben den ganzen Planeten umformen, ja, bis hin zum Auslöschen von Leben, bis hin aber auch zu durchaus, ich nenne es jetzt mal Hyperraumwesenheiten, die gibt es ja auch. Ja, wie würdest du, und das ist jetzt der Punkt, du sitzt im Fahrstuhl mit jemandem oder stehst im Fahrstuhl mit jemandem und hast quasi, ne, diese typischen 30 Sekunden Zeit und musst ihm erklären, ich habe ein Buch geschrieben über möglichen Weltuntergang. Wie würdest du es versuchen zu erklären, den Einstieg für jemanden, der sich da vielleicht noch nicht mit auskennt, der das noch nie gehört hat? Ja, vor dieser nimm dir ruhig mehr als die 30 Sekunden, ja, das war rein hypothetische Frage. Ja, also vor dieser Herausforderung stand ich tatsächlich schon. Kurz mal pitchen dem Nachbarn von nebenan. Ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben, worum geht's denn da? Hui. Mhm. Also grundsätzlich geht es nicht um den Untergang der Welt. Ja, also grundsätzlich gehe ich davon aus, nach meiner Recherche, dieser Zyklus, der ist schon sehr oft passiert. Die Welt hat sich immer wieder regeneriert. Die Menschen haben es auch überlebt. Aber es war zumindest sowas wie ein Hochkulturkiller. Oder es hat gewisse, ja, tiefe Einschläge in die Entwicklung der Menschheit hinterlassen. Und auch eben gewisse Hochkulturen durchaus wieder zurück in ein mehr Jäger- und Sammlerformat zurückgeschmissen. Ja, grundsätzlich sage ich, was wollte ich sagen? Nun, ich denke, dass es da aus verschiedenen Ecken Evidenzien gibt, dass diese Zyklen vorhanden sind, wie du schon angesprochen hast, allein die weltumspannenden Flutmythen. Ja, selbst Wikipedia kann da 70 aufzählen, andere Autoren reden da von 250 Quellen rund um die Erde, wo Hochkulturen überliefert haben, dass es eben zu diesen großen Fluterscheinungen kam. Die Bibel hatte auch nur vermutlich von viel älteren Quellen abgeschrieben, wie das Gilgamesch-Epos aus sumerischem Raum. Und das war offensichtlich ein globales Ereignis und das kam auch öfters vor. Und da können wir dann davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft passieren würde. Und jetzt versuchen wir mal einzugrenzen, was ist das, wie würde man das geologisch auf einer, ja, physikalischen Ebene beschreiben, wissenschaftlichen Ebene, kommt da oft dieses Thema vom Polsprung oder von der Erdmantelverschiebung. Polsprung muss man differenzieren, da gibt es den magnetischen, der wird durchaus auch im Mainstream diskutiert und in den Alternativen sowieso. Aber der magnetische Polsprung ist immer auch assoziiert mit einem physischen Ereignis. Und zwar, dass da tatsächlich die äußere Hülle der Erde ein Stück weit sich verrückt. Und das würde diese Fluten erklären, das würde all die anderen Symptome erklären, die da in antiken Schriften aufgezeichnet sind. Und was letztendlich das auslöst, dieses zyklische Ereignis, könnte das ein Exoplanet sein oder ein weiteres System, weil das Nibiru-System ist ja eigentlich, oder Nibiru als Planet wird ja dem Nemesis-System zugeordnet. Das ist letztendlich die Zwillingssonne unseres Systems, weil das sagt selbst die Mainstream-Wissenschaft, dass
Sterne immer in Paaren geboren werden. Das ist auffällig, dass es bei unserem System nicht so ist. Aber vielleicht ist es ja nicht so. Und wir haben tatsächlich diese Zwillingssonne, die natürlich keine Sonne ist, sondern in dem Sinne ein brauner Zwerg, also wo die nicht so scheint wie unsere Sonne. Und das wäre jetzt in einer rein physikalischen Überlegung, könnte das ein Auslöser sein, wenn das Theorem ist ja bekannt von Sitchin und den Überlieferungen der Keilschriften aus dem sumerischen Raum. Da ist das zum ersten Mal populär geworden. Man findet das aber auch in der Colburn-Bibel, zum Beispiel eine alte antike Schriftsammlung, die aus dem ägyptischen Raum kommt. Also da findet man auch ganz viele Indizien. Könnte es das sein? Am Ende stelle ich die Thesen alle in den Raum und sage, okay, was ist daran glaubwürdig, was ist daran nicht glaubwürdig? All diese Thesen sind auch auffällig unterfüttert worden von Falschinformationen. Und da könnte man auch Absicht postulieren, um das Ganze sowieso alles sehr schwammig zu halten. Es gibt natürlich auch Whistleblower, die genau darauf ihren Fokus legen. Aber am Ende überlasse ich es den Leser. Und vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so wichtig, ob jetzt kosmische Strahlung oder die Aktivitäten der Sonne letztendlich diesen Zyklus auslösen. Aber dass der regelmäßig hier zu Veränderungen führt, das ist letztendlich das Evidente. Und letztendlich ist das der Hauptpunkt, wenn ich das System wäre und wüsste darum, A, würde ich das der breiten Masse so einfach zugänglich machen. Ich kann es nicht komplett wegmachen, weil dafür gibt es einfach zu viele Quellen. Aber ich würde es jetzt definitiv mal nicht in der Tagesschau ankündigen, weil das gewisse Implikationen hat. Wir wissen ja, wie Menschen reagieren, wenn sie mit existenziellen Ängsten konfrontiert werden. Spätestens ab 2020 hat dann, glaube ich, keiner mehr Illusionen darüber, wie die breite Masse so drauf ist, wenn gewisse angsteinflößende Szenarien da zu stark werden. Und die Frage ist, als System, würde ich das einfach drauf ankommen lassen oder würde ich das nutzen? Sogar nutzen. Oder würde ich mich zumindest mal erstmal darauf vorbereiten und in der nächsten Aspekt auch immer in der Katastrophe sozusagen eine Chance sehen, das als katalytisches Element zu benutzen, um zum Beispiel meine neue Weltordnung auf so einem frischen Blatt Papier zu skizzieren und da schon mal Vorbereitungen zu treffen, da schon mal gewisse Aspekte vorzubereiten, die natürlich vor der Allgemeinheit immer als bedauerliches Unvermögen der Politiker getarnt wird, als vernunftlose Kriegstreiberpolitik. Ja, aber dass hinter all diesen Bemühungen letztendlich eine kollektive Agenda steckt, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Und das ist letztendlich die Hauptthese. Und da ist eben auch da, wo ich jetzt, alle anderen Sachen sind alle schon da gewesen. Ich habe sie nur als Puzzlestücken zusammengeführt und habe mich dann selber gefragt, wäre ich das System, wie würde ich darauf reagieren? Und korrespondiert das mit den Auffälligkeiten, die wir auf der kollektiven Bühne sehen? Und wenn man da genauer hinschaut, dann lässt sich da recht klar so ein roter Faden erkennen. Ja, so, und das ist letztendlich, da könnte man stundenlang drüber reden. Ja, aber das ist sozusagen die Hauptthese der veränderte Blickwinkel, den ich meinen Lesern mitgebe, dass sie sagen, okay, ich kann das auch immer so verstehen, dass diese Krise, die mir vorgespielt wird, eigentlich ein ganz anderes Vorhaben bedient. So, mal grob. Mhm. Würde ich das pitchen, ja. Ist der ja gut. Also keine 30 Sekunden, aber ungefähr. Das lässt sich auch in 30 Sekunden so ohne weiteres nicht machen, ja. Was ich interessant finde an der ganzen Tatsache ist ja, dass wenn man eben halt mal ein Stück rauszoomt aus dem täglichen Wahnsinn der Meldungen und der möglichen Pläne und so weiter und so fort, stellt sich immer die Frage, was ist das eigentliche Wissen, was Geheimgesellschaften, Geheimdienste wirklich vor uns verbergen? Weil vieles von dem, was angeblich geheim ist, ist es ja schon lange nicht mehr. Es sind Bücher von Insidern erschienen. Das ist eigentlich bekannt. Ja, aber man kann davon ausgehen, dass in den höheren Rängen vielleicht noch ein anderes Wissen vonstatten ginge oder geht's. Ist eine reine These. Auf der anderen Seite sehen wir aber weltweite Bemühungen,
den Genpool zu schützen, ja, mit diesem Projekt, glaube ich, in Norwegen, ja, wo die Gendatenbank gemacht worden ist. Wir sehen sehr viele Bemühungen, unterirdische Anlagen zu bauen, zu welchem Zweck auch immer genutzt wird und. Und man könnte schon durchaus sagen, also es gibt genügend Indizien, auch noch auf anderer Ebene, du hast viele im Buch geschrieben, die tatsächlich eben von so einem Ereignis ablenken. Denn stell dir mal vor, man würde morgen postulieren in jeder Tageszeitung, in jeder Nachrichtensendung. Also Freunde, wir erwarten, was weiß ich, in den nächsten 50 Jahren einen Kataklysmus, der hier, keine Ahnung, 80% der Weltbevölkerung sind nicht mehr da. Ja? 90% der Tierwelt weg, 70% Pflanzen weg. Wie reagierst du als Mensch? Erstens das. Zweitens ist, du kannst die Infrastruktur nicht mehr aufhalten, auf gar keinen Fall. Die kannst du nicht mehr aufrechterhalten. Ja, die Menschen werden mit Sicherheit eher in den Wahnsinn gehen, anstatt zu sagen, okay, dann haben wir ja noch 50 Jahre Zeit. Was machen wir denn jetzt daraus? Ja, streben wir ein spirituelles Bewusstsein an, um zu sagen, gut, dann überlassen wir die Materie anderen Kräften und so weiter. Das wird ja nicht funktionieren, das wird doch nicht passen. Und zumal kannst du auch eben vermutlich dann diese Projekte, die ja Milliarden kosten, Schwarz-Dunkel-Projekte, du könntest sie ja gar nicht mehr finanzieren, um weitere Bunker und so weiter zu bauen, Städte und unterirdische Städte bauen, weil die Wirtschaft wäre ja gar nicht mehr in der Lage, das in irgendeiner Art und Weise zu finanzieren. Ja? Mhm. Also insofern ist da schon sehr viel dran. Was hältst du denn für am realistischsten aufgrund deiner Erfahrung und deiner Recherchen? Lass uns ruhig mal ein bisschen Glaskugel gucken. Ja, was wäre denn für dich ein realistisches Szenario und wie gehst du damit um? Ja, also wenn ich mir all die, da gibt es, wie du schon mal angedeutet hast, verschiedene Forscher, meistens natürlich im internationalen Kontext, die sich schon seit Jahren mit diesen Kataklysmen und diesen Zyklen beschäftigen. Und die kommen auch nicht alle auf den gleichen Nenner. Alle behaupten sie hätten aufgrund ihre Herangehensweise, die den letztendlich das Datum und die genauen Abläufe, sie wüssten das. Das kennen wir ja von 2012, ne? Ja, das exakt. So, also da wäre ich vorsichtig. Ich nehme nur die Deckungsmenge, wo sie sich so oder in welche Richtung sie tendieren, weil zumal auch einige von diesen Leuten Douglas Vogt zum Beispiel, ich glaube, der ist schon seit 30 Jahren dabei. Ja, und das Wissen, was er da akkumuliert hat, das werde ich nicht mehr aufholen können. Ja, ich kann nur einen groben Überblick mir holen. Und dann kommen wir noch Suspicious Observers, ja, die auch sehr populär sind. So. Und die eigentlich auch ganz ähnlich sind, aber dann gibt es noch eine Handvoll andere. Dann gibt es die ganze Planet X Community, die den Planeten X eben da im Zentrum des Ganzen sehen. Alle anderen sehen da mehr die Sonne. Wie auch immer, es gibt da ein ganzes breites Spektrum. Und dann gibt es auch noch die Aussagen der Hellseher Europas, die auch wie die Faust aufs Auge sozusagen in das Gesamtszenario hineinpassen. Ja. Irrmeier und Co., wer sich damit beschäftigt hat, der hat da eben auch ein Stück weit einen Zugang gefunden. Und ich versuche immer nur die Deckungsmenge zu nehmen. Und die Deckungsmenge sagt mir, das sagen wir mal, ab 2030 wird es interessant. Das deckt sich zum Beispiel auch mit der Agenda 2030. Viele von den Forschern gehen auch so in den Bereich 40 bis 47, dass das sozusagen der Momentum des großen Kataklysmus ist. Wie groß der ist, gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Bei den Hellsehern sieht man ganz deutlich die Symptome eines Erdmantelverschiebung mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen und eine veränderte Klimazone. Ja, nach Irrmeier werden ja Zitrusfrüchte in Deutschland wachsen. Das kommt durch diese Verschiebung, die wir auch in der Geologie finden, dass da Klimazonen massiv sich verschoben haben. Deswegen finden wir ja sowas wie tropische Pflanzen am Süd- und Nordpol oder die Überreste dessen, die natürlich von der Mainstream-Wissenschaft auf Millionen Jahre zurückdatiert werden, um es irgendwie glaubwürdig zu machen. Ich gehe davon aus, dass noch einige Krisen folgen werden. Das sind, die nenne ich dann Steuerkrisen.
Das sind eben Krisen, die dazu dienen, die Bevölkerung vorzubereiten, mehr Geld aus der Bevölkerung rauszuziehen, in diese Projekte zu stecken, wie diese Dams, diese Untergrundbunker und vermutlich noch andere Dinge. Du hast angesprochen, es ist übrigens ein Seedboard in Norwegen. Also da werden nur, und das ist wahrscheinlich nur einer von vielen, wo weltweit Samen eingesammelt werden. DNA wurde natürlich im Rahmen von so Projekten wie, hey, teste doch mal deine, schick uns doch mal ein bisschen Spucke und wir sagen dir, wo deine Abstammung herkommt. So kann man natürlich auch jede Menge Genmaterial einsammeln. Oder eben über Tests, ja, für C. Also dass da offensichtlich pflanzliche und menschliche DNA gesammelt und das ist evident, also das würde ich wahrscheinlich auch machen. Wer weiß, wofür es gut ist und welche Technologien am Hintergrund im militärisch-industriellen Komplexen existieren. Und ich würde sagen, ja, bis 30, 40 wird es, glaube ich, spannend, wo die Reise hingeht. Gehen wir davon aus, dass es nur eine Zeitlinie gibt, ja, und auch die Zeitlinie, die ich für relevant halte, die eben von den Propheten oder auch teilweise Remote-Viewern gesehen wurde. Und ich denke, dass es bis dahin noch zu einigen Steuerkrisen kommt, mit kleinen Momenten, wie wir sie jetzt gerade erleben, wo eigentlich auch wieder ein Stück weit Beruhigung da ist, wo wir auch genau wissen, dass das alte Normal nicht wiederhergestellt wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es da zu diesem Ereignis kommt, was auch oft mit diesen drei Tagen Dunkelheit, ja, auch bei den Hopi-Indianern oder bei eben in den Prophezeiungen, nicht nur im europäischen Kontext, sondern auch im internationalen. Und dass dann eigentlich danach erstmal eine Welt erscheint, wo die man durchaus überleben kann, auch ohne Bunker, wo aber, sagen wir mal, wir wieder im 18. Jahrhundert irgendwo ankommen, technologisch, zumindest für die Masse, bis dann wahrscheinlich das System aus ihren Bunkern wieder wie Samen sozusagen irgendwelche Smart Cities entwickelt. Und dass es vielleicht auch so eine Art Zweiteilung der Menschheit gibt, in die eigenverantwortlich in leben, die sich auch vielleicht auch darauf vorbereiten, da nicht vom System abhängig zu sein und wieder die Fundamentals lernen, wie man ohne Kreditkarte Sachen in seinem Leben regelt, wie man Tomaten anbaut und Kartoffeln. Und die sich in kleinen Communities dann wieder emanzipieren werden. Und dann wird es da vielleicht so eine Art Zweiteilung in dieser Realität geben, wo dann wieder das System aus dem Untergrund nach oben kommt und versucht dann eine Weltordnung da zu etablieren. Das ist ein mögliches Szenario. Es gibt natürlich auch, wenn man natürlich ganzheitlich in das ganze Thema reinguckt, dann gibt es natürlich auch die Vorstellung, dass es da verschiedene Zeitlinien gibt. Ja, oder verschiedene, dass es vielleicht auch ein ganz individueller Prozess ist, auf welcher Zeitlinie man persönlich landet. Ja, ausgehend davon, wenn man die Realität als eine Art virtuelles Konstrukt bezeichnet, ja, eine Matrix, eine Maya aus dem Sanskrit, ja, ein Simulacrum, dann muss es nicht unbedingt nur die eine Realität geben und nur den einen Outcome, sondern dann könnte es da parallele Dimensionen, Simulationen, Realitäten geben. Und ich glaube, das ist wiederum ganz abhängig davon, wo sich der Einzelne geistig und spirituell hinentwickelt. Und dass wir als Co-Creator eine Möglichkeit haben, zumindest in unserem Umfeld Wahrscheinlichkeiten zu verändern und wie Dinge sich uns vor uns manifestieren. Da würde ich schon einen sehr hohen Fokus drauf legen und daher würde ich auch nicht etwas als a priori gegeben und fix in Stein gemeißelt sehen. Aus der Sicht des Materialisten oder aus der Sicht eines, ja, der die Realität in einer linearen Kausalität sieht, und wenn man das Kollektiv beobachtet, da sehe ich natürlich schon ganz klar eine Tendenz. Ja, die Tendenz, die ich letztendlich in dem Buch da aufführe. Ja, aber das will ich auch gleich vorwegnehmen, dass aus einer ganzheitlichen Perspektive kann man das nochmal stark differenzieren. Ja.
Und da gibt es vielleicht nicht die, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es nicht dieses eine Szenario, sondern da sage ich, hey, jeder kreiert seine Zukunft nach wie vor. Aber dass wir gleichzeitig in einem kollektiven Realität eingebettet sind, aber parallel auch in unserer eigenen Realitätsbubble, ja, das ist nur nachvollziehbar, wenn man die Welt nicht als physisch materiell betrachtet, sondern als ein virtuelles Konstrukt, wo letztendlich jedes Atom nichts anderes als eine Portion von Energie ist, die rotiert und die Illusion einer physischen Existenz kreiert. Da liegt auch irgendwo der Schlüssel zu verstehen, dass es da keine fixe Antwort gibt, sondern dass die individuell wahrscheinlich auch ausfällt. Aber man muss sich trotzdem, da wir alle verbunden sind mit dem Kollektiven, da wir immer Berührungspunkte haben, allein durch Internet und wenn wir mal in eine Stadt gehen, müssen wir uns auch geistig darauf vorbereiten, dass das Kollektiv vielleicht einen ganz eigenen Weg geht und sich davon zu emanzipieren, sein eigenes intelligentes Feld aufrecht zu erhalten oder da als Co-Creator oder Mitschöpfer, ja, sein volles Potenzial zu entfesseln, ist, glaube ich, die beste Herangehensweise. Mhm. Ein guter Tipp. Grundsätzlich ist es ja so, ne, das Einzige, was im Universum sicher ist, ist der Wandel. Also selbst und auch gewisse Zyklen, wie du schon sagtest, Tag, Nacht, Einatmen, Ausatmen, Leben, Sterben, ja, Neugeburt, Vernichtung oder Tod, eher in dem, wie man das dann nennen möchte. Und das sind eben Punkte, die sind natürlich, es gibt ja die hermetischen Gesetze, ja, wie im Kleinen so im Großen. Ne? Und das, was im Kleinen jeden Tag vor unseren Augen passiert, passiert ja letzten Endes auch im Universum. Sonnen werden geboren, sterben, Planeten verschwinden. Ja? Einige haben vielleicht eine Atmosphäre gehabt, später mal wieder nicht. Das sind alles Dinge, die letzten Endes wissenschaftlich bekannt sind. Und wir müssen, egal ob wir ein materialistisches oder spirituelles Weltbild hier ansetzen, wir müssen ja davon ausgehen, dass sich etwas wandeln wird. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist immer wieder eine andere Geschichte. Ich denke aber sehr wohl, gerade aus dem spirituellen Kontext heraus oder sowas, du hast es mitgesagt, der Mitschöpfer letzten Endes, wir haben es ja in der Hand. Also man könnte natürlich eine ausreichend große Menge an Menschen ist in der Lage, das Wetter zu verändern. Ja? Und noch diverse andere Sachen. Also insofern glaube ich schon, dass der Weg dahin wäre, nicht nur das materialistische langsam zu verlassen und in eine geistige, spirituelle Gesellschaft reinzukommen, was sicherlich aber aus meiner Sicht noch Jahrhunderte dauern wird. Also so sehe ich das zumindest. Das ist nichts, was uns in den nächsten Jahren irgendwo bevorsteht. Und wir haben ja auch gelernt letzten Endes, der Mensch wächst immer dann am stärksten, wenn er aus einer Krise hervorgeht. Ja? Er wächst nicht in Friedenszeiten. Und solange wir das nicht gelernt haben in unserem eigenen Leben, dass Entwicklung etwas ist, was uns von außen entweder antreibt, das zu tun, oder wir aus dem Inneren heraus eine Quelle erzeugen oder einen Impuls erzeugen, es selber zu wollen, damit das Außen eben gar nicht erst mit Katastrophen reagieren muss. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Mittelweg, weil es braucht beides. Ne? Es braucht die spirituelle Sicht und es braucht auch die materielle Sicht, weil wir haben nun mal die Materie hier und wir können sie beeinflussen und letzten Endes tun wir das ja auch jeden Tag. Und diese beiden Dinge wieder zusammenzubringen. Und dann ergibt sich, glaube ich, eben nicht die Frage, oder du kommst in so ein Thema rein, so, oh Gott, ja, die Welt geht unter. Nehmen wir mal an, es wäre so. Ja? Der Materialist versucht natürlich, sein Hab und Gut zu schützen. Ja? Der spirituelle Mensch würde ja sagen, werden wir sehen, wie sich das dann ergibt. Ja? Am Ende legst du ja nur die physische Hülle weg. Es gibt noch andere Existenzräume, wo es vermutlich weitergeht. Und ich denke, das ist die Herausforderung eigentlich, die du mit dem Buch hattest, diesen Spagat zu schaffen. Und ich finde es dir gut gelungen eigentlich, zu sagen, okay, den Materialisten irgendwo abzuholen und zu sagen, okay, das und das und das. Aber eben halt auch ihm ein Stück weit die Lösung anzubieten. Und die Lösung kann natürlich nicht ausschließlich im Materialismus liegen, weil der wird, wenn der zerstört wird. Ne? Also muss es letztendlich auf einer geistigen Ebene ja eigentlich da, ob es eine Lösung ist, weiß ich nicht, aber zumindest eine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Wenn es denn in den nächsten 10 Jahren passieren täte. Ja, nehmen wir das einfach als naheliegendes, wahrscheinliches Theorem an.
Und du hast da gute Sachen angesprochen. Ja, ich propagiere am Ende auch, ich versuche den Materialisten abzuholen, aber propagiere am Ende auch eine Hybridlösung und sage, hey, aus der sophistischen Weisheit, vertraue auf Gott, aber bind dein Kamel fest, ja, mach die Dinge, die du in der physischen Welt machen kannst, um sich darauf vorzubereiten, geistig, materiell. Aber auch die spirituelle Ebene ist eben entscheidend wichtig und da auch nicht in den Extremismus gehen und sagen, ja, dann werde ich jetzt bis zum Tag X jetzt nur noch in einer Höhle im Himalaya meditieren, sondern ich glaube, du bist schon hier, um mit gewissen Herausforderungen konfrontiert zu werden, die am Ende ja der Katalysator sind für Wachstum. Ja? Und dass jeder Bond auch nur zum Helden werden konnte, weil er da eine Herausforderung und auch einen Bösewicht hatte. Ja, der ihn letztendlich dazu animiert hat, aus sich heraus die beste Version seiner selbst zu werden. Mhm. Und ich versuche schon, die Leute, natürlich, als ich damit konfrontiert wurde, ich muss auch sagen, ich habe ja gesagt, dass mein Prozess ja schon mit 2001, am 11. September anfing. Und dann wurde ich immer wieder, bin ich darüber gestolpert, dass es eben diese Zyklen gibt und ich bin drüber gestolpert, habe gesehen, da ist ein Stein, der guckt da aus dem Boden hervor. Aber ich habe dann auch schon gesehen, oh, das ist ein großer Stein und der geht ganz schön tief. Will ich mir das so genau angucken? Das war auch ein psychologisches, ich war noch nicht bereit. Ich war damals das erste Mal, wo ich damit konfrontiert wurde, durch die europäischen Seher. Da war ich einfach geistig noch nicht gefestigt genug, nenn es wie du möchtest. Da wollte ich nicht in die Tiefe reingehen. Ich habe da auch Scheuklappen ein Stück weit aufgebaut und mir jedes andere Hopium-Szenario reingezogen, was das relativiert. Daher kann ich das auch verstehen, wenn andere erstmal diese Prämisse wählen als Umgang damit. Ja, der erzählt Quatsch und da braucht man gar nicht hinzugucken. Verstehe ich vollkommen. Ja, und es hat dann wirklich bis 2020 gedauert, wo ich mir das dann wirklich nochmal alles die Steine ausbuddeln musste, über die ich dann die ganze Zeit immer wieder gestolpert bin. Und und letztendlich hat das auch für mich dann, sagen wir mal, noch mal ein paar schlaflose Nächte gekostet und dann aber mich auch wieder zu besinnen, hey, das kann man auch von verschiedenen Blickwinkeln her betrachten. Und das ändert ja nichts an dem Verständnis, dass ich nicht mein Körper bin, sondern dass mein Körper nur ein temporäres Vehikel ist, ein Fahrzeug, in dem ich in dieser Realität hier durchnavigiere und dieses Spiel der Evolution mitspiele. Und dass es diese Evolution nicht ohne ein gewisses Momentum oder ein Element gibt, was mich herausfordert. So, und da geht es ganz viele Themen. Ja, da muss man sich seine Ängste angucken, da muss man sich auch seine Programmierung und Traumata anschauen. Und da hat man alle Hand zu tun. Und das ist, glaube ich, zielführender als, sagen wir mal, die sich in gewissen Telegram-Kanälen zum 10. Mal bestätigen lassen, dass die C-Maßnahmen inklusive des Therapeutikums nicht das Gesündeste waren. Ja, so. Oder andere Negativitäten, die man eh schon kennt, da noch tiefer reinzugehen, sagen, ja, die Welt ist dual, da gibt es ganz tiefe Abgründe in die eine Richtung. Okay, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie gehe ich da jetzt damit um? Ja, was ändere ich an mir? Ja, weil da kann ich wirklich was ändern. Mhm. Anstatt zu versuchen, sagen wir mal, gegen Windmühlen zu kämpfen und das den Wahnsinn des Kollektivs aufzuhalten. Natürlich, ich will niemandem etwas ausreden oder demonstrieren möchte oder wieder das nächste Mal bei der nächsten Psy-Op da den Sturm auf den Reichstag mitmachen möchte, soll was machen. Ja, jeder hat da sein, aber ich glaube, der Kampf gegen etwas ist nicht besonders zielführend. Aber das Vernetzen wieder. Ne? Aus der Sicht der Singularität, dass alles sowieso aus einer Singularität kommt, ist der Kampf eigentlich auch immer gegen sich selber in dem Sinne. Ja, es geht mehr um das Integrieren und zu sagen, okay, das heißt nicht, dass ich alles annehmen muss und sagen, alles abnicken. Nein, ich sage, ich differenziere, okay, dafür stehe ich ein, aber das gibt es auch. Aber hey, solange es nicht vor mir ist und ich tatsächlich etwas dagegen machen kann, ja, ist jegliche geistige, vor allem wenn es da in Empörung und Hass und Wut geht, kontraproduktiv. Denn diese Energie
ja, Energy, Emotion, lieber in ein positives umwandeln und sagen, okay, wo kann ich mich selber ändern, wo kann ich meine Umwelt ändern, wo kann ich mich mit anderen Leuten vernetzen, die ähnlich denken wie ich, und kann man da vielleicht einen gemeinsamen Plan schaffen. So, da, das wäre jetzt endlich so die Richtung, wo ich natürlich versuchen würde, auch Menschen hinzunatschen oder hinzuweisen. Aber grundsätzlich respektiere ich den freien Willen und sage, okay, das sind jetzt die Stolpersteine, über die ich gestolpert bin, und das Stück weit ist mein Bild, was sich daraus ergibt. Kannst du es nachvollziehen? Ja, nein? Okay. Und ich rede dann natürlich auch ein Stück weit offen über meine eigenen Herausforderungen damit, und ich bin auch lange nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, hey, ich stehe jetzt hier ganz stabil da, ich habe mir einen Bunker gebaut und gleichzeitig mit meiner Erleuchtung schon an 90%, ja, also ich bin da safe oder so, nein, ich habe da auch meine Herausforderungen, und auch ich muss mir da noch einen Plan machen, aber das entwickelt sich, das ist ein Prozess. Und ob das am Ende hilft, den Reset zu überleben oder nicht, natürlich würde ich mir gerne die andere Seite anschauen. Ja, aber am Ende sage ich, hey, vielleicht ist auch einfach der Weg das Ziel, ja, die Konfrontation mit gewissen Dingen und das Beste draus zu machen. Das ist auch so, wie ich an die Sache rangehe, generell überhaupt im Leben, die Herausforderungen als gegeben begreifen, nicht als Fluch, aber auch nicht als Segen, sondern als Normalität. Ja, wenn du von A nach B willst, ist die erste Herausforderung Laufen lernen, die zweite ist Fahrradfahren lernen, die dritte ist Autofahren lernen. Und was auch immer, ja, weil man weiß, was die Evolution vielleicht als nächstes mit uns vorhat. Vielleicht geht es auch irgendwann mal anders. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen diese Veränderung als gegeben hinnehmen. Ja, dann kommen wir auch nicht in so ein Ding, ja, warum passiert mir das und immer mir und anderen nicht, denen geht es so gut. Sondern wir alle stellen uns jeden Tag ja eigentlich Herausforderungen. Das ist die letzte Ende so die Frage, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich damit um, wenn es mir mal nicht gelungen ist, vielleicht ein Ergebnis zu erzielen, was mir taugt oder was mir eben nicht taugt. Dann die Frage ist, wie gehe ich letzten Endes damit um? Und das erzeugt Wachstum, vor allem inneres Wachstum, was automatisch, egal ob ich jetzt nur in die Philosophie reingehe, in die Anthroposophie reingehe, in die Quantenphysik reingehe, egal in was, das Innere verändert das Außen. Und das ist, glaube ich, der Prozess, den wir brauchen. Und da darf es auch zu dem kommen, was wir eben Katastrophen nennen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wie ich anfangs der Sendung schon sagte, der Mensch ist grundsätzlich so geprägt, dass er eben sich erst dann bewegt, ja, wenn es nicht mehr anders geht, wenn er quasi schon mit dem Fuß im Abgrund steht. Plötzlich gibt es diesen Erwachungsmoment oder diesen Lebensinstinkt, der in uns wach wird und der uns dazu befähigt, außergewöhnliche Dinge zu leisten. Auf der physischen Ebene, aber auch auf der geistig-spirituellen Ebene. Und wenn das Universum oder wer auch immer uns jetzt hier quasi sozusagen ein Angebot macht, ja, zu sagen, ey Mensch, hier kommt was auf dich zu, reagiere drauf, ja, lerne damit umzugehen, festige dich selber, ja, werde im Charakter, im Ethos stark, geh vielleicht diesen spirituellen Weg, soweit du ihn gehen kannst. Ich denke auch, das ist kein Wettrennen, es gibt keinen ersten und keinen letzten dort. Ich würde mich auch nicht als erleuchtet bezeichnen, ja, da gibt es ganz andere Typen oder Frauen, was auch immer. Wir können nur im Hier und Jetzt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ne? Das, was wir beeinflussen können, ist das Jetzt, 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 Jetzt. Das, die Vergangenheit können wir nicht beeinflussen und das Morgen irgendwie auch nicht. Also von daher, wir setzen nur Ursachen für das Morgen. Und deswegen sollten wir vielleicht hier genauer mal hingucken, müssen wir jeder Psyop aufliegen oder wie du schon sagtest, das 10. Mal hören, dass gewisse Dinge Quatsch waren. Geschweige denn sie beim nächsten Mal wieder machen. Weil das ist die Definition von Irrsinn oder Wahnsinn. Ich glaube, Einstein hat es ja so gesagt. Ja, immer das Gleiche machen, was anderes erwarten. Wer beim nächsten Mal wieder mitspielt, ja, soll mitspielen. Ja, ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber, viele Menschen haben es begriffen, worum es geht. Und nähern sich wieder dem an, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Nämlich die eigene innere Zufriedenheit. Dieses innere Feuer, was da ist, zum Lodern zu bringen und etwas zu erschaffen im Außen. Aus sich heraus. Ja? Seit Jahren sage ich mir den Satz immer wieder, das Beste, was du fürs Kollektiv tun kannst, ist, deine eigene individuelle Qualität wirklich zu leben und zum Ausdruck zu bringen. Weil ich glaube, darum geht es letzten Endes. Deswegen sind wir 8 Milliarden unterschiedlicher Meinung vielleicht, unterschiedlichem Aussehens und so weiter und so fort.
Aber die Conclusio letzten Endes, ja, wir wollen ja alle eigentlich, viele Themen sind ja, wollen wir ja ähnlich. Ruhe, Frieden, Freiheit und so weiter und so fort. Und sich an diese Dinge endlich mal ranzuwagen. Und ich stelle jetzt mal auch eine zweite These auf, wenn es dafür nötig ist, eben halt eine globale Katastrophe, simuliert oder nicht, spielt gar keine Rolle, ja, die uns aber am Ende wirklich vereint und jetzt nicht im Sinne einer dunklen Agenda oder einer Weltordnung, so wie wir sie uns nicht vorstellen wollen, also ohne Freiheit und diese Dinge. Ich hätte ja gar nichts gegen eine Weltordnung, wieso denn auch, ja, wenn sie eben halt auf den Prinzipien der Menschlichkeit basiert, haben wir ja gar nichts dagegen, weil das würde ja auch bedeuten, dass wir jedem Menschen wirklich das gleiche Maß an Wertschätzung entgegenbringen und jeder Mensch auch partizipieren kann an den Rohstoffen, und zwar im gleichen Maße. Und eben nicht wie in Europa, wo alles quasi konsumiert wird und irgendwo anders günstig produziert wird. Wenn wir das überwinden, dann glaube ich auch, dass das, was wir Schöpfer nennen, Gott nennen, Universum, was auch immer, ja, eben gar nicht diese Katastrophe in einer gänzlichen Härte bringt. Sie wird kommen, aber sie wird eben in irgendeiner Art und Weise zu überleben sein. Und der Trost ist letzten Endes, hey, wir haben es ja bisher ja auch geschafft. Ja, es waren schon mehrere Kataklysmen, es waren schon ein Haufen Katastrophen und dieses und jenes. Ja, wir sind ja immer noch da. Ja, aber die Frage ist, und das ist eine moralische Frage oder eine philosophische Frage, was haben wir denn daraus gelernt? Ja, und das ist aus meiner Sicht eben rein jetzt, sagen wir mal, wenn man das jetzt kulturmäßig betrachten würde, was sind denn wirkliche Errungenschaften? Die wirklichen Errungenschaften sind vor Hunderten von Jahren gemacht worden. Ja, wir können jetzt immer schnellere Computer bauen, okay, prima. Ja, wir sind in der Lage, 50 Joghurtsorten mit ähnlichem Geschmack zu produzieren, ja, 30 Zahnpasta und so weiter. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das wirklich die Errungenschaft ist, naja gut, ja, die ist sicherlich nicht zwingendermaßen im Sinne der Schöpfung. Ja, so wie du schon angedeutet hast, ja, ich habe da immer die Parallelen da zur chinesischen Linguistik oder Mandarin, ja, da, wo dasselbe Zeichen für Katastrophe und Chance. Ja, so. Und ja, und ich denke, das sollte man auch so sehen, dass die möglichen katastrophalen Tendenzen, die ich erkenne, ja, auf der rein physikalischen Ebene, dass die letztendlich diese Chance bieten, dass wir da was Positives draus erstmal aus uns selber, aber auch, dass sich Menschen zusammentun können und sagen können, hey, wir machen ja unsere eigene Weltordnung. Ja, und wo letztendlich der Konsens liegt, das kann auch von Gruppe zu Gruppe ganz unterschiedlich sein. Ja, manche sagen, hey, die modernen Computer, das ist schon eine Errungenschaft. Und die haben natürlich jedes Element vom Skalpell bis zum Quantencomputer, ja, hat eben die dualistische Qualität. Du kannst damit jede Menge Schaden verursachen und auch die Menschen versklaven, so wie sich das gerade abzeichnet, ja, gerade mit dieser Totalüberwachung durch AI und so weiter. Zumal es das Theorien gibt, dass AI sowieso aus den höheren Dimensionen sowieso schon Ewigkeiten in diese Realität hineinwirkt. Aber das würde jetzt an der Stelle zu weit gehen. Aber was ich sagen möchte, die Dualität steckt halt in allem. Ja, und die Frage ist, wie man es nutzt. Ja, und ob man das, ob man sich davon vereinnahmen lässt. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt und ob es mir gelingt, mir persönlich jetzt in meiner Realität da auch einen gesünderen Umgang mit all diesen Dingen zu finden. Ja, weil auch ich hänge an digitalen Systemen dran. Wir beide benutzen es gerade jetzt, um uns auszutauschen und andere auch partizipieren zu lassen. Also aber gleichzeitig kann das auch eine recht pathologische Auswirkung auf den Menschen haben, wenn er denn ein TikTok-Video nach dem anderen konsumiert. Ja? Ohne tieferen Inhalt, ohne tiefere, ja, genau. Reine Unterhaltung, ja, unten halten. Ja, so. Ich sehe Chancen und ich versuche da auch nicht in die tiefere Wertung zu gehen, sondern ich nehme es einfach so an, die Herausforderungen, die hier auf der Bühne stehen. Und wie das jeder Einzelne hält. Ja, da will ich auch nicht drüber urteilen, weil jeder hat da vielleicht auch seine eigene Rolle und seine eigene Herausforderung, was er hier erfahren und erleben möchte, aus der
Sicht eines nicht physischen Bewusstseinskern, der unendlich ist, unsterblich, der mit allem, was ist, irgendwo auf einer tieferen Ebene vernetzt ist. Ja. Für mich ist es mein eigener Prozess. Das war auch der eigene Prozess 2020 nochmal der Schock, dass man da gewisse alte, naive Ideen über Bord schmeißen musste. Und das Buch letztendlich auch, eigentlich auch aus einem, ich sag mal, egoistischen Erstimpuls herauskam. Und zwar, dass ich einfach die Dinge verarbeiten musste. Und ich musste sie mit anderen teilen und sagen, hey, okay, so. Es fing ja auch erst mit einem Artikel an, bevor das Buch kam. Und der Artikel war im Nexus, letztes Jahr irgendwann. Und da ging es erstmal primär darum, hey, bin ich hier alleine, der diese Zusammenhänge, ja, bin ich hier irgendwo falsch abgebogen? Jetzt sagt mir mal einer, was ich hier falsch sehe, ja, oder welches Argument man hier auf jeden Fall über Bord schmeißen muss, weil es nicht valide ist, oder durch dieses und jenes gute Argument direkt vom Tisch gefegt werden kann. Und da ging es primär erstmal darum, das selber zu verarbeiten, anderen zugänglich zu machen, aber auch schon fast mit dem schlechten Gewissen, was tue ich den Menschen damit an, wenn ich denen jetzt gerade so, ich sag mal, die Hopium-Abhängigen, die sich auf jede positive Story aus allen möglichen Narrativen stürzen, dass es nur noch 2 Wochen dauert, dann sind alle verhaftet oder andere Hopium-Narrative. Aber aus dieser Not heraus kam eigentlich auch die Erkenntnis, dass viele Menschen das auch sehr dankbar angenommen haben, dass sie sagen können, ah, okay, das ist endlich mal etwas, was im globalen Sinn ergibt. Und jetzt muss ich gar nicht mehr so besessen forschen, sondern da ist etwas, was mit mir korrespondiert. Und solange Christians These hier nicht widerlegt ist, brauche ich diese Maschinerie in meinem Kopf nicht mehr bemühen, daraus einen Sinn zu erzeugen, und kann diese Energie nutzen, um mich wieder auf mich und das Hier und das Jetzt zu konzentrieren. Und das wurde mit so viel Dankbarkeit teilweise angenommen, dass ich es selbst nicht verstanden habe. Ja. Und und das bestätigt mich wieder immer, dass auch die Katastrophe in dem Sinne für mich eine Chance war, mich nach außen zu öffnen, auch meinen eigenen Ängsten. Was denken die Leute, wenn du im alternativen Sektor etwas raushaust, was zumindest im deutschsprachigen Bereich noch irgendwie so gut wie gar nicht diskutiert wurde, dann hast du es mit denselben Ängsten zu tun, als wenn du dich bei Maischberger auf die Couch setzt und sagst, ja, der 11. September, das ist nicht so, wie das hier die Mainstream-Medien sagen. Dann hast du es da auch mit Angst zu tun, dass du natürlich einen gewissen Paradigma gegenüberstellst, was so mächtig ist und was natürlich auch Gegenwehr leistet. Aber das Ergebnis, Katastrophe zu artikulieren, und zu sagen, hey, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Aussichten, aber auch da ist irgendwo der Kern eine Hoffnung steckt da drin. Ja? Das wurde eigentlich sehr honoriert vom Universum, beziehungsweise von den Menschen, die damit in Resonanz gingen, weil sie endlich diese elende, lange Suche in diesen hunderten, tausenden alternativen Narrativen zur Erklärung der Weltlage endlich so einen Lichtblick hatten, okay, jetzt ergibt es so Sinn. Andere sagen, hey, deswegen polarisiert das Thema. Entweder Leute hassen mein Buch, weil es an gewissen Stellen komplett gegen ihre Paradigma gegenstößt, und andere sagen, wow, das habe ich mir auch schon gedacht, ich habe es noch nicht getraut auszusprechen. In dem Sinne, was ich sagen wollte, auch für mich mit diesem Prozess, konnte ich dran wachsen, und da konnte ich auch anderen etwas Positives geben, und in dem Sinne war auch in dieser Katastrophe sozusagen wieder eine Chance versteckt, auch der Vernetzung, ja, dass wir jetzt beide sitzen und uns über die philosophische, tiefergehende Themen unterhalten, ist auch
damit sozusagen assoziiert. Ja, aber da, die Kausalität liegt darin, dass ich dann irgendwann den Mut hatte, da über meine wilden Gedankengänge da offen zu sprechen, ohne Angst zu haben, damit gegen eine Wand zu fahren. Und dafür gilt der Dank. Ja, von mir, von meiner Community und allen, die das Buch letzten Endes schon gelesen haben. Denn das ist, da gehört etwas dazu. Es ist ja nicht nur der reine Schreibakt, wie du schon sagtest, gehört ja jede Menge mehr dazu. Es sind umfangreiche Recherchen und dann muss es auch noch in Form gebracht werden und auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich schreibe da meinen Namen drauf, dazu stehe ich. Vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, wie ich finde, und hat auch hoffentlich einen fetten Vorgeschmack auf das Buch gemacht. Denn letzten Endes soll das auch der Sinn sein, liebe Zuschauer, das Buch natürlich. Ja, ihr findet den Link unter dieser Sendung. Kaufen, lesen, dicke, auf jeden Fall dicke Empfehlung. Es gibt ja auch noch das Buch war nicht mehr der große Akt. Der große Akt war tatsächlich für mich beim Regentreff, mich vor 400 oder 500 Unbekannten zu stellen und das zum ersten Mal rauszuposaunen. Und den Vortrag, den gibt es heute immer noch, der geht 2 Stunden, ja, braucht man ein bisschen Sitzfleisch, aber da sind eigentlich das wesentliche Konstrukt eigentlich schon ganz gut erklärt. Ich würde einige Sachen heute natürlich verbessern und auf meiner Webseite gibt es auch noch jede Menge Material, aber wer damit resoniert, natürlich würde ich mich freuen, wenn man meine Arbeit unterstützt und tatsächlich auch ein Buch kauft. Ja. Darum geht es ja letztendlich ganz genau. Ja, also es geht nicht nur um die Unterstützung, ja, und damit Geld zu verdienen. Klar, das ist irgendwie auch notwendig. Wir leben nun mal in einer Welt, die nur materialistisch geprägt ist. Also insofern sei das auch jedem zugestanden, der eine Arbeit oder eine Leistung, eine Dienstleistung anbietet. Vor allen Dingen, wenn sie eben einen Mehrwert bietet. Ne? Und ich werde auch zum Abschluss dieses Gesprächs gleich noch den Mehrwert für mich erzählen. Insofern möchte ich dir nochmal danken für deinen Mut, für deine Stärke. Schön, dass du Zeit hattest und bei mir mal ins Interview reingeschnallt ist. Und ich hoffe, unabhängig vom nächsten Teil, ob es einen zweiten Teil gibt oder nicht, dass wir uns vielleicht mal wiedersehen und möglicherweise zu einem anderen Thema. Aber ich muss sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe und auch deine Schreibart und wie du das Buch geschrieben hast, kann ich mir gut vorstellen, dass man das ein oder andere Thema auch mit dir wunderbar, gerade in dem philosophischen Kontext, besprechen kann. Sei hiermit als Angebot ausgesprochen. Wenn du gerne wiederkommen möchtest, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Kein Problem, gerne. Ich danke auch nochmal für die Einladung. Bitte, sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war Christian Köhlert zum Thema Phönix-Hypothese. Und wie es für einen Phönix auch letzten Endes gehört, gehört die Asche und das Verbrennen irgendwie mit dazu. Aber es ist eben halt so, er steht auch auf. Wie gehe ich mit damit um? Gestattet mir 2 Sätze dazu. Ist eigentlich nicht weiter kompliziert. Sterben gehört zum Leben dazu. Es ist der normale Rhythmus, den wir alle unterworfen sind. Gerne verdrängen wir diese Tatsache, aber es ist de facto ist es so. Mein Weg damit umzugehen ist nicht so schwierig. Such dir einen Sinn. Wir haben heute oft über Sinn im Leben gesprochen. Such dir einen Sinn im Leben. Wenn du ihn hast, verfolge ihn. Fülle deine Qualität, die du als Mensch hast, in diesen Sinn rein. Such dir eine Mission oder eine höhere Vision. Es spielt gar keine Rolle. Und wenn du das lebst und wenn du das in deinem Alltag spürst, dass du diese Vision, diese Idee, egal was es ist am Ende, diese Mission, wenn du sie lebst und fühlst, spielt es gar keine Rolle, ob du morgen, übermorgen oder überübermorgen gehst. Denn du bist im Hier und Jetzt erfüllt dessen, dass du einen Sinn hast, das Leben einen Sinn für dich hat. Und idealerweise schaffst du den Sinn in deinem Leben und hast damit letzten Endes auch immer die Rolle des Regisseurs, Kameramanns, Zuschauers, Beleuchter, was auch immer. Du bist eben auch der Gestalter. Und dann brauchen wir keine Angst haben, ob wir in 20 Jahren durch eine Katastrophe irgendwie umkommen, nächstes Jahr durch einen Autounfall oder was auch immer. Das spielt gar keine Rolle, weil das hier und jetzt gelebt wird. Und das ist mein Ausweg aus solchen Themen. Und ich möchte es hier nochmal sagen, empfehle es, das Buch aber trotzdem zu lesen, weil es eben gerade im inhaltlichen Bereich eben sehr viele Lösungsansätze gibt, wo Menschen eben vielleicht noch in Resonanz gehen mit gewissen Angstthemen, mit gewissen Zukunftsprojektionen und so weiter und so fort. Und dieses Buch gibt eine wunderbare Gelegenheit, eine Sicht von außen auf diese Themen einzunehmen. Und mit dieser Sicht von außen, das kennt ihr alle, liebe Zuschauer, verändert sich der unmittelbare Punkt meiner Betrachtungsweise. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes verrückt.
Und genau darum geht es letzten Endes, mal mit einer anderen Sicht auf diese Dinge drauf gucken und du veränderst deine eigene Wahrnehmung dazu. Und dann ist das alles auch nicht mehr ein Riesendrama. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zuschauen, vielen Dank für eure Likes, für eure Kommentare. Wie geht ihr damit um? Haltet ihr diese These für sinnvoll, für richtig, für realistisch, wie auch immer? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schaut es bitte auch auf die Seite von Christian, Homepage, blende ich alles mit ein, alle Informationen unter diesem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.